In diesem Video möchten wir dir kurz zeigen, wie du die Kommunikations-App Microsoft Teams professionell verwendest. Du hast dir entweder die App heruntergeladen oder findest sie hier im Browser unter portal.office.com, nachdem du dich mit deinem Kennwort und der Schul-E-Mail-Adresse angemeldet hast. Es ist bequemer, die App herunterzuladen. Wenn du das getan hast, öffne sie einfach und melde dich auch dort mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Kennwort an. In Teams findest du viele verschiedene Funktionen, die du nacheinander entdecken wirst. Bitte achte darauf, dass du dort nur Inhalt reinschreibst und postest, den du wirklich mit den anderen Mitgliedern in deinem Kurs oder deinem Team teilen möchtest. In Teams gibt es verschiedene Funktionen. Hier werden alle deine Teams, in denen du Mitglied bist, angezeigt. Wenn du hier auf Team klickst, wird eine Liste angezeigt von allen Teams, die dir zur Verfügung stehen. Wir sind jetzt hier im Team Technik. Dort hast du verschiedene Kanäle. Es gibt zum Beispiel den allgemeinen Kanal oder auch einen anderen, den dein Lehrer erstellt hat. In diesem Fall ist das der Kanal Termine. Hier könnte dein Lehrer zum Beispiel wichtige Termine hineinschreiben, wie Klassenarbeiten oder Hausaufgaben, Abgabe oder Tests oder. Die Chat-Funktion ist die nächste Funktion, die wichtig ist. Wenn du dort draufklickst, kannst du private Unterhaltungen führen. Auf dieser Seite wird dir angezeigt, mit wem du geschrieben hast. Hier sehen wir fett gedruckt eine Nachricht von Herrn Klinge. Herr Klinge schreibt dir, dass es nun wunderbar mit der Einrichtung funktioniert hat. Du kannst einfach auf diese Unterhaltung antworten. Nun bekommt auch Herr Klinge deine Nachricht. Möchtest du jemand anderem schreiben, klickst du hier oben in diese Leiste und gibst den Namen ein. Nun kannst du auch der Abteilung 2 schreiben, wenn du das möchtest. Achte ein bisschen darauf, dass du möglichst richtig schreibst und in deiner Wortwahl angemessen und höflich bist. Solltest du Fragen haben, kannst du dich gerne an deine Mitschüler oder auch die Abteilungsleitung 1 und 2 deiner Gesamtschule wenden.